Mutter der Erlösung, der Tod wird bald keine Macht mehr über den Menschen haben. Freitag, 10. Oktober 2014, 13.10 Uhr. Meine lieben Kinder, die Kreuzigung meines Sohnes war bezeichnend, in vielerlei Hinsicht. Nicht nur durch die Hände der römischen Soldaten ist er getötet worden, sondern auch auf Befehl derjenigen, die behaupteten, engagierte Anhänger vom Wort Gottes zu sein. Seine Geißelung, seine Verfolgung und sein Tod wurden unter der Anleitung derjenigen durchgeführt, die die Gläubigen im Tempel Gottes geleitet haben. Sie haben alles verworfen, von dem sie wussten, dass es die Wahrheit ist, denn sie weigerten sich zu akzeptieren, dass mein Sohn, Jesus Christus, der Messias war. Alle von Gott diktierten Gebote wurden mit Füßen getreten, da sie an der Hinrichtung meines Sohnes Gefallen fanden. Bevor der Tag des Herrn kommt, werden sie seine Kreuzigung wiederholen. Sie werden ihn geißeln durch ihren Verrat an seinem heiligen Wort. Sie werden diejenigen verfolgen, die ihm treu bleiben, und dann werden sie seinen Leib entweihen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, ihn zu töten, denn sein Leib, seine Kirche, kann nicht sterben, und sie wird bis zum Ende stehen bleiben, wenn auch in einem zerbrechlichen Zustand. Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr daran denken, dass alles Leben von Gott kommt. Der Tod hat keine Macht über Gott. Leben, einmal gegeben, kann niemals sterben. Der Tod wird bald keine Macht mehr über den Menschen haben, und durch die Auferstehung meines Sohnes wird der Mensch auch das ewige Leben des Leibes und der Seele besitzen. Diejenigen, die auf Christus vertrauen und ihm treu bleiben, werden das Leben haben. Nur diejenigen, die ihn völlig ablehnen, werden es nicht haben. Freut euch in dem Wissen, dass auf alle von euch, die am heiligen Wort Gottes festhalten, ein herrliches Leben wartet, denn der Tod wird euch niemals zerstören. Eure geliebte Mutter.